Und hier können wir später Schilder anbringen. Und das Ganze ist auf der Griffebene. Also wenn man in den Supermarkt geht, ne, dann geht man ja manchmal immer rechtsbündig, ist es so ungefähr, und greift immer hier ins rechte Regal rein, und zwar hier in der Mitte. Und die Supermärkte, die haben es so gemacht, dass hier in der Mitte die, die teuersten Sachen sind, hier unten, und hier oben die günstigsten, weil man sich da bücken und hochstrecken muss. Das ist so der Trick von Supermärkten. Aber ich glaube, das wissen einige von euch. Oh, hallo Wolli, du hast ja wieder neue Wolle, yippie. Dankeschön. Gut, und was haben deine Freunde da draußen noch? Haben die auch mehr Wolle jetzt? Mehr Wolle! Mehr Wolle für Frau Holle! Ja. Oh, das arme Schäfchen. Das wird ja ganz nass. Irgendwie tun die mir leid. Baut euch ein eigenes Zuhause. Ich mein's ernst. Niemand darf in mein Zuhause. Außer Wolli. Weil er mir sympathisch ist. Der schaut mir immer beim Bauen zu. Und bietet sich mir immer an, wenn er vollgewachsen ist mit Wolle. Alles klärchen. Gut, dann waren hier hinten noch ein paar Schafe. Genau, nein, das ist eine Kuh, verdammt. Nicht alles, was weiß ist, ist ein Schaf. Hey, da ist jemand vom Kuckucksclan. Oh, der hat keine Wolle. hast du Wolle? Tut mir leid, ich gehe ja schon. Tut mir leid. Oh, schau mal, wie böse der jetzt schaut. Oh Gott. Ich gehe ja schon. Tut mir leid, dass ich dich jetzt mit der Schere belästigt habe. Tut mir leid, ich gehe ja schon. Hilfe. Gleich stürzen sich die Kühe auf mir. Das wäre eigentlich lustig, wenn Kühe einen attackieren würden, wenn man zum Beispiel eine Schere draußen hält. Weil die dann das irgendwie missverstehen könnten und meinen, dass, keine Ahnung, dass man die halt misshandeln möchte oder so. Ach, keine Ahnung. Wäre ganz witzig. So, jetzt haben wir wieder 15 Wolle gesammelt. So schnell kann es gehen. Okay, gut. Fehlt nicht mehr viel Wolle. Ah, Wolli, du bist ja... Oh, Wolli, du bist aber produktiv. Oh, aber trotzdem nur ein Block. Troll, du hast mich getrollt. Na, das ist ja Troll. Okay, gut. Hier sollten wir vielleicht noch ein paar Fackeln hinbauen, weil es hier ein bisschen dunkel ist. Ach ja, wir haben jetzt ein paar Cobblestones. Die tue ich jetzt auch noch rein. Okay, gut. Langsam geben mir die Ideen aus, was ich jetzt machen möchte. Was möchte ich denn jetzt noch machen? Wolli, mach schneller! Ich brauche neue Wolle. Wir können jetzt unsere Sachen umlagern. Und haben wir jetzt eigentlich genug. Aber ich muss sie halt noch benennen und so. Dafür brauche ich Holz. Okay, ich muss wieder Holz sammeln gehen. Yippie, yippie, yippie. Die Sonne geht auf. Yippie! Alles klärchen. Ja, gut. Die zwei Äxte, die reichen auch. Das ist gut. Das ist gut. Und oh, die Schafe haben wieder Wolle. Oh, eine Wolle. Geizhälse. Hat euch Donald Duck irgendwie zu mir hingeschickt oder was? Weil er zu wenig Wolle liefert. So, die Blümchen, die könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen, wenn wir Lust drauf hätten. Und in einen Blumentopf reinpflanzen. Wobei, da fällt mir das ein. Es gibt ja in Minecraft eine ab 1.6 kann man ja Ton färben. Und ich möchte das jetzt irgendwie mal, ja, einsetzen, das Ganze. Ist es ein Schaf? Ja, das ist ein Schaf. Aber wir hatten doch vorhin hier schon ein Schaf, das sich hier rumgetümmelt hat. Dann bist du ein... Ah, da ist es. Nein. Hä?
Ich bin verwirrt. Die Schafe haben mich jetzt auch verwirrt. Und jetzt gleich werde ich mich selbst verletzen, wie bei Pokémon. Ja gut, hier ist Lehm. Oh. Jetzt bin ich aber gelähmt, weil ich keine Schaufel mehr habe. Verdammt. Na gut, dann... Oh, wir haben hier eine Werkbank. Die platziere ich jetzt einfach mal hier am Rand hin. Zack. Dann machen wir schnell eine neue Schaufel. Ja, arbeiten wir mal hier im Regen. Sodass wir dann eine frische Erkältung bekommen. Mann, man erkennt kaum den Unterschied zwischen Erde und Ton. Hier an der Oberfläche. Die muss ich quasi random irgendwie graben. Oh, und den Dschungel sieht man auch mal wieder. Hallo Dschungel. Wir müssten mal wieder bei den Mayas vorbeischauen, ne? Die haben ja noch ein paar Ressourcen für uns beim Tempel. Okay, gut. Hier ist kein Lehm mehr. Ist hier vielleicht Lehm? Sieht danach aus. Ja, genau. Hier ist noch Lehm. Oh, sogar eine Menge. Okay, gut. Übrigens habe ich noch nie mit Lehm gearbeitet. Also zumindest nicht mit farbigem Lehm. Vielleicht können wir das ja irgendwie noch mit dem Haus integrieren, das Ganze. Damit das Ganze ein bisschen, ja, farbenfreudiger aussieht. Und nicht so aus. Okay, hier ist ein Löchchen. Hier ist, das Ganze ist bestimmt Erde, oder? Ja, genau, Erde. Na, schauen wir mal nach, hier, was, ob hier vielleicht dem ist. Ne, hier ist nichts. Oh, da drüben ist was. Lass mal das Loch hier schließen. So, hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Moment, hier ist Lehm. Wo ist das Lehm? Ja, das ist Lehm, genau. Gut, hier ist nichts mehr. Wie viel Lehm haben wir denn jetzt? 2 Stacks fast? Okay, aber ich sammle noch mehr. Und hier hinten ist ein Schaf, oder? Tatsache! Oder ist es eine Kuh? Ach, keine Ahnung. Okay, ist hier vielleicht Lehm irgendwo? Ich muss jetzt mein Auge aufhalten und schauen. Da ist Lehm! Okay, gut, jetzt haben wir das Leben gesammelt. Oder beziehungsweise gesammelt doch nicht. Aber jetzt haben wir es gesammelt. Yippie, yippie, yippie. Gut. Und jetzt? Und jetzt, und jetzt, und jetzt? Habe ich das Ganze Frau Finster verpetzt. Was? Nein. ja, gut, gehen wir zurück. Ich glaube, das müsste reichen. Zuvor möchte ich noch schauen, was das für ein Tier ist. Ist es eine Kuh oder ein Schaf? Ich glaube, das ist eine Kuh. Was ist das für ein Tier? Erstmal muss ich hier hochspringen. Wir haben ja zum Glück eine Schaufel, das passt ja. Na, jetzt, ich will da hoch. So. Okay, es war eine Kuh. Wie die mich alle anschauen, wenn ich eine Schere auf einmal zucke. Unglaublich. Ich glaube, ich werde heute Nacht Albträume bekommen. So eine fette Kuhfratze in meinem Traum. Alles klärchen, dann tun wir jetzt das Lehm, was wir gesammelt haben, schmelzen. Ich hoffe nur, dass es richtig ist. Moment, ich schaue mal schnell im Wiki nach, um zu schauen, wie man Lehm färbt. Ich glaube, man muss es zuerst schmelzen und dann erst färben. Aber ich will es mir erst einmal absichern, nicht, dass ich dann, mich dann beschwere, dass ich es falsch gemacht habe. Also dann bis gleich, ne? Okay, gut, dass ich nachgeschaut habe. Denn hätten wir das Ganze jetzt sofort gebrannt, wäre es falsch gewesen. Wir müssen es so machen, dass wir zunächst... Oh, hier sind ja die Kampfstones fertig. Dass wir das Ganze zunächst zu einem... Na, jetzt aber... Dass wir das Ganze zunächst zu so einem Block zusammenfügen. Und das dann in den Ofen hauen. Hä?
Ne, das geht so, oder? Aha, genau, so geht es. Dadurch kriegen wir Lehm als Block, also die Blöcke, die man hier draußen in der freien Dingens findet. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal so alle. Und danach muss man die schmelzen und danach kann man die, soweit ich weiß, färben. Also die kommen jetzt in den Ofen rein, genau. Und jetzt schaue ich mal im Wiki, was der sagt. Genau, wir müssen dann den Farbstoff, den jeweiligen Farbstoff in die Mitte setzen. Ich hole mir jetzt mal eine Rose oder sowas. Und mache daraus Farbstoff. Oder ja, eine Rose war es zwar nicht, dann halt ein Löwenzahn, ist auch egal. Gut, jetzt kriegen wir gebrannter Lehm raus. Ich warte jetzt noch, bis wir 8 Stück davon haben. Wobei, währenddessen kann ich ja die Schafe beschneiden. Da ist eins. Oh, wieder nur ein Block. Geiz Hälse. Da ist noch eins. Yippie. Okay, gut. Wolli hat bestimmt auch noch einen Block für uns oder zwei. Wo ist denn Wolli jetzt eigentlich wieder? Ich hoffe, es ist nicht hier oben. Ah, Wolli ist hier. Wolli, was ist los? Du bist ja ganz nackig. Zieh dir was an. Na komm. Oh Gott, wo ist sein Kopf hin? Sein Kopf war gerade weg. Ich hab's gesehen. Er war in der Wand drin. Er ist ein Geisterschaf. Gut, jetzt haben wir 8 Stück. Jetzt legen wir das Ganze so hin und dann setzen wir den Farbstoff in die Mitte. Und dadurch kriegen wir gelb gefärbter Lehm. 8 Stück natürlich. So, ja, so sieht das Ganze aus. Sieht irgendwie aus wie ein Sandblock. Den können wir jetzt zum Bauen von... Ja, zum Bauen halt verwenden bei unserem Gebäude. Als kleine Dekoration, wenn wir möchten. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt gelb nehmen. Eine Option wäre vielleicht schwarz oder so. Weil gelb bei einem Gebäude, ich weiß nicht. Bei einem Steingebäude. Ich glaube, da würde grau oder schwarz besser passen. Naja. Na gut, dann beende ich diesen Part jetzt auch. Und dann geht's im nächsten Part natürlich weiter. Mit Part 48, glaube ich, ne? Ne, 88. Also... Bis zum nächsten Part. Ciao. Ja, Quatsch, der nächste Part ist Part 89. Part 89, also bis Part 89. Ciao.